Heute ist der vierte Tag meiner Radreise nach Venedig. Ich bin ja um 9:45 vom Doblacher See weggefahren. Und ja, heute geht es bis zum Missoriner See. Und ja, da werde ich dann ein bisschen bereits hinschauen. Mal sehen, ob das so funktioniert, weil es ist ziemlich bewölkt. Und die Gewitter, die erst gestern Nachmittag gekommen sind, könnten heute schon früher kommen. Zum Mittag erreiche ich bei leichtem Nieseln den Campingplatz am Missoriner See. Nach einer Jause hat sich das Wetter wieder beruhigt und ich starte um 13.30 Uhr die Auffahrt zur Aronzo-Hütte, wo auf 2340 Meter die Straße endet. Da ein ziemlicher Wind geblasen hat, habe ich keine Videoaufnahmen gemacht, weil man vermutlich ohnehin nichts gehört hätte. Nachdem ich noch einen letzten Blick auf die Berge rund um die drei Zinnen geworfen habe, düse ich wieder zurück zum Campingplatz. Nach Kaffee und Kuchen mache ich noch eine kleine Runde um den Missoriner See. Ohne Gepäck sind solche Auffahrten fast wie Urlaub.